Chemie endlich verstehen, heute mit dem Thema Elektronenschreibweise. Ihr habt bis jetzt schon das Schalenmodell von Bohr kennengelernt und habt gemerkt, dass wenn man alle Schalen die ganze Zeit aufschreiben muss, man ziemlich viel zu tun hat. Chemiker sind manchmal ein bisschen faul und haben sich deswegen eine etwas leichtere Methode überlegt, wie man das Ganze darstellen kann. Da wir uns als Chemiker eigentlich sowieso nur für die Außenelektronen interessieren, kümmern wir uns auch bei dieser Schreibweise nur um die Außenelektronen. Wasserstoff zum Beispiel hat nur ein Außenelektron. Dieses eine Außenelektron wird jetzt mit einem Punkt abgekürzt. Das heißt, wir schreiben das Elementsymbol hin und machen einen Punkt daneben. Bei Helium, zwei Außenelektronen, werden es eben zwei Punkte. Lithium hat wieder nur ein Außenelektron und bekommt deswegen nur einen Punkt. Beryllium hat zwei Außenelektronen, bekommt zwei Punkte. Ihr merkt, das System ist relativ leicht zu verstehen. Bohr hat drei Außenelektronen und bekommt drei Punkte. Kohlenstoff, vier Außenelektronen, vier Punkte. Beim Stickstoff haben wir jetzt fünf Außenelektronen und ihr merkt, jetzt sind schon alle Seiten besetzt. Wir machen 1, 2, 3, 4 und das fünfte schreiben wir einfach daneben. Jetzt wollen wir gar nicht so viele Punkte machen und irgendwann haben sich dann Chemiker überlegt, ja gut, aus zwei Punkten machen wir einfach einen Strich. Das heißt, zwei Punkte werden durch einen Strich ersetzt und dieser Strich steht für zwei Elektronen bzw. ein Elektronenpaar. So. Sauerstoff hat nun zum Beispiel sechs Außenelektronen, bekommt dementsprechend zwei Striche und zwei Punkte. Zwei Elektronenpaare und zwei Einzelelektronen. Fluor hat sieben Außenelektronen, sprich drei Elektronenpaare, ein freies Elektronenpaar. Und Neon mit acht Außenelektronen bekommt vier Elektronenpaare. Grundsätzlich solltet ihr euch merken, dass die Nummer der Hauptgruppe immer der Anzahl der Außenelektronen entspricht. Das heißt, alle Elemente der ersten Hauptgruppe haben ein Außenelektron. Alle Elemente der dritten Hauptgruppe haben drei Außenelektronen und so weiter. Das heißt, alle Elemente der achten Hauptgruppe haben acht Außenelektronen. Die einzige Ausnahme ist in diesem Fall Helium. Bei Helium haben wir nur die erste Schale mit den zwei Elektronen. Und dementsprechend hat Helium nur zwei Außenelektronen.